Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Schönen guten Abend, willkommen zurück. Josef Czapp und Peter Westenthaler sind zu Gast, zurück aus der Weihnachtspause. Heute haben wir wieder die ganz aktuellen Themen. Hat sich ja einiges angesammelt in den letzten Wochen, worüber wir heute diskutieren. Und wir haben natürlich ein ganz, ganz spannendes Jahr vor uns, das Superwahljahr 2024. Und das wirft schon einige Schatten voraus. Da gibt es jetzt einen Parteichef nach dem anderen, der zumindest inoffiziell so ein bisschen seinen Wahlkampf eröffnet. Und der Bundeskanzler Karl Nehammer, der hält am 26. Jänner seine Rede an die Nation. ÖVP ist ja der Meinung, das wird alles verändern. Diese Rede, was erwarten Sie sich denn von dieser Rede am 26. Jänner? Also gut gewähltes Datum ist der Geburtstag von Jörg Haider. 26. Jänner, so gesehen, eigentlich ganz gut gewählt. Erwarten tue ich mir gar nichts, weil wie wir alle uns erinnern, macht er das ja jedes Jahr. Letztes Jahr war es der 10. März, kann ich mich erinnern, wo er seine große Zukunftsrede gehalten hat, wo er schon über die Jahre bis 2030 philosophiert hat. Dann hat er zwischendurch einige Ankündigungen gemacht. Und das große Dilemma des Herrn Nehammer ist, dass er einfach keine Glaubwürdigkeit mehr hat in der Politik. Das heißt, egal was der sagt, das geht da eine und da raus bei den Leuten, weil sie sagen, der verspricht uns jedes Monat irgendwas und es wird nicht eingehalten. Wenn wir nur Revue passieren lassen, zum Beispiel im letzten Jahr hat er ja groß versprochen, dass wenn die Energieunternehmen im Zuge der Inflation nicht die Preise senken, nämlich deutlich, dann wird es eine Gewinnabschöpfung geben und die wird dann wieder den Kunden ausgeschüttet. So, es ist gar nichts passiert. Die Menschen und Haushalte, die Privaten, bekommen jetzt im Jänner und Februar, aber auch schon im Dezember, die Abrechnungen fürs Vorjahr und die Vorausschreibungen fürs nächste Jahr. Ich bekomme, und ich glaube es mal, hunderte Mails quer durch Österreich, wo die Energieunternehmen nach wie vor den Menschen das Geld aus der Tasche ziehen. Ich bringe nur ein einziges Beispiel, ich könnte wirklich hunderte bringen, weil es gar so drastisch ist. Die EVN in Niederösterreich, halbstaatliches Unternehmen. Da kriegt dann am 27.12. Durchschnittshaushalt, am 27.12. eine Abrechnung des vergangenen Jahres 23, wo er bisher für Gas und Strom, beides zusammen, 670 Euro im Monat gezahlt hat. Schon erhöht vom 22. Jahr. Jetzt kriegt er ein Schreiben von der EVN, wo sie meine schreiben, es tut uns leid. Diese Teilbeträge, 670 Euro, die sie fürs Vorjahr 23 bezahlt haben, waren zu gering. Sie müssen jetzt nachzahlen, nämlich pro Teilbetrag 1.159 Euro. Das heißt, die wurden verdoppelt nur fürs Rückgänge fürs letzte Jahr. Aber dem nicht genug. Nicht nur, dass er jetzt eine riesen Nachzahlung hat, wird er eingestuft fürs nächste Jahr. Und jetzt kommt's. Von 670 im Vorjahr jetzt auf 1723 Gas und Strom. Danke, EVN. Das ist nur ein Beispiel. Das könnte für die Wienenergie bringen, für die EVN bringen, egal welches Unternehmen. Die Regierung schaut zu, nicht nur bei der Inflation, wo wir die zweithöchste in ganz Europa haben, mit 5,6% wieder gestiegen, rasch durch. Sie schauen zu, wie jetzt in der kalten Jahreszeit die Energieunternehmen den Menschen das Geld aus der Tasche ziehen. Und da ist nichts mit Senkung. Da wird fröhlich darauf weiter erhöht. Ein Raubrittertum sondergleichen. Und der Bundeskanzler redet irgendwas über eine Rede, die erhalten wird. Aber die Gewinnabschöpfung, die er angedroht hat, passiert nicht. Und das ist es. Dieser Mann im Bundeskanzleramt hat kein Herz für die Menschen. Er versteht die Menschen nicht. Das Einzige, um was er sich kümmert, ist im Moment, wie kann ich meine Opernball-Loge jetzt einrichten? Es ist ja alles, das muss man mir alles vorstellen. Jetzt kommt in ein paar Wochen, glaube ich, es ist am 8. Februar, der Opernball daher. In einer Zeit, wo die Menschen kein Geld haben, wo sie sich eigentlich das Leben nicht leisten können, dann gehen die Regierungsmitglieder, Herr Bundeskanzler, Finanzminister, der Herr Arbeitsminister Kocher, der eine Arbeitslosigkeit von 400.000 Menschen zu verantworten hat, der höchste überhaupt. Die gehen alle am Opernball, rasseln mit den Diamanten, champanisieren sie dort ein. Und das ist nicht, die Kritik ist nicht, weil sie hingehen, sondern die Kritik ist, weil sie auf Steuerzahlerkosten das machen. Die Loge wird dem Steuerzahler verrechnet. Das Essen und Trinken, der Champagner, die Brötchen und was immer alles, wird dem Steuerzahler verrechnet. Und das macht ein Bundeskanzler, ein herzloser, empathieloser Bundeskanzler, der noch vor wenigen Wochen den Menschen erklärt hat, wenn sie arm sind, sollen sie entweder mehr arbeiten oder mit ihren Kindern zu McDonald's auf einen Burger gehen. Also das ist eine Ausgangssituation in dem Land. Da wirst du mit nassen Fett
Fetzen davon gejagt normalerweise. Und ich halte das für unfassbar. Jetzt haben sie ihre Gehälter anerhöht. Ich halte das für unfassbar, wie in diesem Land diese Gabel zwischen den Systemmenschen da aus der Politik, der Regierung und den normalsterblichen Menschen im Land auseinandergeht. Und ich bin froh, dass wir ein Jahr haben, wo abgerechnet werden wird. Jawohl, es wird abgerechnet werden bei der EU-Wahl, bei der Nationalratswahl, bei den Landtagswahlen in Vorarlberg und der Steiermark, dass endlich die Menschen ein Ventil bekommen und diese Regierung in die Wüste schicken können, die abgehoben ist, herzlos ist und kein Verständnis hat für die Probleme der Menschen. Da bin ich froh, dass das passiert. Und der Herr Nehammer wird sich anschauen, wie das bei den Wahlen ausgeht. Das war eigentlich die Aufwärmrunde, oder Peter Wessner ist schon heiß gelaufen. Es ist alles so unfassbar. Es ist unglaublich. Herr Czapp, 26. Jänner, die Rede des schon fast entfallen. Peter Wessner sagt, er erwartet sich gar nichts. Haben Sie eine Erwartungshaltung? Selbstverständlich. Gegenüber einer Rede habe ich immer eine Erwartungshaltung. Erstens einmal wäre er gut beraten, mit Entschuldigungen zu beginnen. Der sollte sich einfach entschuldigen für das, was er den Österreicherinnen und Österreicher in seiner bisherigen Tätigkeit als Bundeskanzler eigentlich angetan hat, welches Leid er zugefügt hat und für welche Fehlentwicklungen und Misslichkeiten er sozusagen Mitverantwortung trägt. Ich will nur von Beginn an mit der Pandemie, mit dem Pandemie-Missmanagement, da hat er zwar versprochen, dass es eine Arbeitsgruppe geben soll und die soll die ganzen Fehler aufzeigen und dann haben sie sich sogar vor den Medien hingestellt und diesen Mängelkatalog aufgezählt. Ja, das ist zumindest einmal viel zu spät und viel zu halbherzig und man hätte schon in dem Prozess, wie die Pandemie gelaufen ist, da schon anders agieren sollen. Aber trotzdem, da hätte er sich entschuldigen sollen. Das ist ja entschuldigen für den Sager, wenn ihre Kinder einen Hunger haben, dann schicken sie es zu McDonald's. Ja. Quasi die Burger King, der berühmte Burger King-Sager. Und ich könnte das jetzt fortsetzen. Und vor allem sollte er sich entschuldigen dafür, dass offensichtlich gewollt, nicht Unfähigkeit, sondern der Wille nicht da ist, die Teuerung, die Inflation mit Eingriffen in den Markt zu bekämpfen, mit Deckeln, mit Obergrenzen, genauso was die Energie betrifft, genauso was die Heizungen betrifft. Und ehrlich gesagt, sonst braucht er gar nicht reden, weil wenn er sich dort hinstellt und Luftbläschen steigen lässt, das interessiert niemand. Da werden die Leute weghören. Ja, wir haben, dass die Leute zuhören und seine ganzen Herolde, der Fülle, die da die Pressearbeit zu machen haben und die Kommunikation zu steuern haben und die sagen dann, das ist die Wende. Das ist das Beste. Das ist die Wende. Die sollen das W wegstreichen. Nicht das ist die Wende, es ist das Ende. Ja? Denn wenn der das nicht einsieht... Sehr gutes Wortspiel. Naja, manchmal bemüht man sich halt. Wenn der sozusagen sich da nicht bemüht, mit diesen Entschuldigungen da ein bisschen ein Vertrauen wieder zurückzugewinnen, und wenn er da nicht sofort schlüssig sagt, wie will er Wirtschaftsausschwung, wie will er soziale Gerechtigkeit, wie will er Beschäftigung, wie will er Reformen im Bildungsbereich erreichen, wenn das alles nicht kommt... Ja, dann ist besser, dass er die Rede damit beendet, dass er sagt, wie gesagt, das Ende und Neuwahlen und aus. Ja, das, glaube ich, war das Gescheiteste. Dann hätte diese Rede einen Sinn. Das ist ja ein spannender Punkt. Wird er bei der Rede es darauf anlegen, die Grünen so zu provozieren, dass es dann auf relativ rasche Neuwahlen hinausläuft, was ja derzeit so ein bisschen im Umfeld der ÖVP zumindest gemutmaßt oder gerüchteweise gesprochen wird? Lieber Niki Fellner, es ist völlig wurscht, was der sagt bei der Rede. Das müssen wir mal bei dem lernen. Was der von sich gibt, ist unbedeutend, weil er das, was er verspricht, nicht hält und über das, was er so philosophiert, sowieso falsch ist. Weil er auch überhaupt kein Fingerspitzengefühl hat, was es bedeutet, Steuergelder zu verwalten. Wie soll er das auch haben? Schau, der Mensch hat in seinem ganzen Leben noch nie in einem Zivilberuf gearbeitet. Der hat sein ganzes Leben lang Parteikarriere, ich glaube, Boxer war er einmal, Generalsekretär. Sein ganzes Berufsleben hat er damit bestritten, fremde Gelder, Steuergelder zu verwalten. Also ist ihm das relativ wurscht. Das ist ein typisches Beispiel jetzt um die Weihnachtszeit. Da haben sich so viele Menschen geärgert und ich mit. Da hat er aus dem Brustton der Überzeugung verkündet, er rettet die Sängerknaben, hat er gesagt. Die Sängerknaben. Weil die brauchen plötzlich, das ist übrigens ein anderes Kapitel, ich bin auch sehr für die Sängerknaben, aber
wirtschaften können sie offenbar nicht. Weil wenn die auf einmal, schon wieder nämlich, die haben von der Stadt Wien auch schon ein paar hunderttausend Euro. 500.000. Jetzt brauchen die schon wieder 800.000. Ja, wie kann man das Geld so versingern, frage ich mich. Das ist eigentlich unglaublich. 800.000 Euro plus 500.000, das ist 1,5 Millionen. Also es ist alles unfassbar. Okay, soll es sein, ist ein Aushängeschild. Aber er sagt, er rettet sie. Aber mit was? Nicht er, nicht weil er einen Sportler daheim bei seiner Frau ins Geldbeutel, sondern mit Steuergeldern. Die Steuerzahler retten die Sängerknaben. Das wäre die richtige Aussage gewesen. Und bevor ich das überhaupt entscheide, muss ich mal die Steuerzahler fragen, ob sie das wollen. Bei den Sängerknaben kann ich mir vorstellen, ja, kommt ein Ja vielleicht raus. Vielleicht aber auch nicht. Und das ist dieses Missverständnis eines Bundeskanzlers. Die ganzen Jahre, wo der im Amt ist, auch bei der Corona-Geschichte, kostet es, was es will, etc. Da wird Geld mit beiden Händen aus dem Fenster geschmissen und die Steuerzahler nicht gefragt. Die ganze Legislaturperiode hat es überhaupt nie eine Volksbefragung oder ein Volksbegehren oder was auch immer gegeben. Volksabstimmung eh schon nicht, weil die ist ja verbindlich. Das heißt, die Menschen sind denen wurscht und deswegen werden sie abgehört. Deswegen ist es auch völlig egal, was der jetzt Tolles bei seiner Rede ankündigt, verspricht, weil er hat ja bei den vorigen Reden auch alles versprochen und nichts eingehalten. Schauen wir uns ja an, allein jetzt zum Jahreswechsel, jetzt mit Jänner. Ich habe gerade das Beispiel genannt, das erste. Die Energiekosten steigen weiter, ohne dass was passiert. Heizkosten steigen, kalt ist draußen, die Leute wollen heizen. 500.000 Haushalte können sich das Heizen nicht leisten. Sitzen daheim mit Anorak und Pullover in einem Land wie Österreich, muss ich mir vorstellen. Stromkosten steigen weiter. Warum? Der internationale Strompreis feuert und das seit 2,5 Jahren mittlerweile. Es wird weiter fröhlich abkassiert. Dann kommen so lustige Ideen dazu, wie die ORF-Zwangssteuer, über die wir heute noch reden werden, ab Jänner. Jetzt flattern die Erlagscheine den Menschen ins Wohnzimmer ein. Und jetzt dürfen sie diesen Schmarrn dürfen sie auch noch zahlen. Sogar Tote werden jetzt angeschrieben, damit sie die Zwangssteuer zahlen müssen. Das ist ja alles unfair. Ich meine, es entspricht ja dem ORF. Weil das Fernsehen ist ja auch für Tote. Also kassieren sie jetzt auch Gebühren von Toten. So ähnlich. Aber es ist absurd. Das muss ich mir vorstellen. Da ist einer 20 Jahre tot und kriegt jetzt, seine Witwe kriegt jetzt auf einmal ORF-Gebühren zum Zahlen, obwohl der schon seit 20. Also absurd. Dann haben wir die Mieten. Jetzt kriegen die Menschen Mieterhöhungen. Mit Jänner hat jeder eine Mordstrom-Mieterhöhung gekriegt, die sechste in 2 Jahren. Und der Bundeskanzler fabuliert von irgendwelchen Mietpreisbremsen, die nicht stattfinden. Oder die CO2-Steuer haben wir seit Jänner, braucht jeder noch auf die Tankstelle schauen. Wir waren schon auf 1,3 beim Super, im Liter Super. Jetzt haben wir wieder auf 1,5. Auf der Autobahn noch höher. Also die Benzinpreise, hausgemachte Inflation steigt. Deswegen sind wir auch so hoch in der Inflation. Und zum Drüberstrahlen gibt es dann auch noch die Inflation, die gestiegen ist, von 5,3 auf 5,6. So. Das ist der Staat in ein Wahljahr. Das muss ich alles einmal vorstellen. Und die Regierung schaut einfach weg. Völlig wurscht, was der sagt. Ja, du hast recht, der sollte sich hinstellen, sollte sich mal entschuldigen, dass es ihn überhaupt gibt in der Politik. Das, weil der ist ja passiert. Der ist ja noch nie gewählt worden, wird auch nie gewählt werden. Der sollte sich mal entschuldigen, großes Mea Culpa. Und dann kann er vielleicht ein bisschen philosophieren. Aber er wird dort wieder das Blaue vom Himmel versprechen und er wird nichts einhalten. Und das ist das, was mich so stört. Das ist unseriöse Politik. Das ist natürlich Wahlkampf. Das führt man ja in den Augen der ÖVP Wahlkampf. Alles versprechen, nichts halten. Und daher bin ich wirklich froh, dass die Menschen die Möglichkeit haben, dem ganzen Zinnober, diesen dunklen Jahren, die wir jetzt gehabt haben, ein Ende zu setzen. Der Silberstreif am Horizont ist schon da. Der erste ist die EU-Wahl. Und ein paar Monate später gibt es Sonnenstrahlen, die Nationalratswahl, wo man diese Regierung in die Wüste schickt. Ich glaube nur, und jetzt komme ich zum Schluss, und vielleicht können wir das noch in einer nächsten Runde besprechen, ich glaube nur, dass sich im Hintergrund der Herr Nehammer ganz was anderes im Moment gerade bearbeitet. Nicht nur die Vorbereitung auf dem Opernball, ein bisschen wieder in Frage herrichten und die Orden schön und die Steuerzahler Geld ausgeben, sondern im Hintergrund läuft was ganz anderes, nämlich die Vorbereitung einer weiteren Machtübernahme der ÖVP, selbst wenn sie 15% verliert. Die basteln derzeit an einer Koalition gegen den Stärksten, gegen den Herbert Kickl gemeinsam mit einer SPÖ ohne Babler, weil der überlebt das ja politisch mit Sicherheit auch nicht, und mit den Neos oder mit den Grünen wieder, das ist völlig wurscht. Das wird alle gegen einen, so lautet das Motto am Beginn des Jahres, alle gegen einen, nämlich gegen den Führenden in die Umfragen, Herbert. Und das ist an sich aber auch für den Herbert Kickl eine gute Ausgangssituation, denn er hat die Koalition mit den Bürgern dann, das ist ja auch was Feines. Aber wieso kann man nicht wirklich so überlegen, beim Opernball, wenn diese teuren Logen da verkauft werden, wo man ja nur gratulieren kann, der Oper oder dem Staat, dass die sich einnehmen,
Wieso kann man das nicht so machen, dass das irgendwie ein karitatives Element kriegt, dass da Sponsoren da sind, dass die gar nicht Steuergelder ausgeben? Ja, sie sollen ja. sie selber zahlen. Ja, oder ja. selber, nicht gut. Selber zahlen sowieso. Ja. Oder aber, nicht hingehen. Ja, also. Oder ja, nicht hingehen, sie sind halt einfach sehr aushängen. Nein, ich war noch nicht dort. Aber die jedenfalls, die sind ungeschickt auch im Verkauf von dem. Ja. Weil, ich meine, da wird sicher die Möglichkeit geben, dass dort der eine oder andere als Regierungsmitglied sagt, oh, das haben wir selber gezahlt. Oder es gibt Sponsoren, die Logen dort brennen oder fördern oder sonst was. Also das ist einmal Punkt 1. Punkt 2, das ist halt ein Teil dieser österreichischen Kulturidentität. Ja, daher bin ich nicht grundsätzlich gegen einen Opernball. Ich finde ja nur etwas seltsam, wenn das sozusagen so ein, wieso ist kein König dabei? Ja, oder warum haben wir nicht irgendeinen Monarchen, der dort auf und ab tanzt? Und jedes Mal wird das abgeschossen vom Lugner, der dann irgendeinen Superstar dort mitnimmt, mit dem geht er dann auf und ab. Und das ist dann der Mittelpunkt des Opernballs. Es ist eigentlich der Lugnerball. Ja, werden wir sehen, ob es ihm heuer wieder gelingt. Aber so, und ich bin aber, da bin ich ein bisschen sozusagen etwas anders orientiert. Das Zweite ist, was ein Kulturidentitätselement ist, sind die Sängerknaben. Die hat kein Gefühl. Ich kann mich da nicht hinstellen und sagen, ich rette die Sängerknaben. Ich bin der Sängerknabenretter. Das ist, nein. Da musst du gemeinsam Initiative, wie sie die anders organisieren, wie können die wieder profitabler werden. Ich weiß schon, die Pandemie und die Deutschen, die Absagen der Deutschen und so, das mag schon alles mal so gerecht sein. Aber ich meine, sie bloß hier, ich bin aber natürlich schon für die Einrichtung der Sängerknaben. Das ist auch ein wichtiges Maule. Kulturelement, so wie ein Opernball in einer anderen reformierten Form durchaus einen Sinn hat. Das Dritte, was ich da in dem Raum noch ansprechen will, dass wir sogar jetzt debattieren um einen Radetzky-Marsch bei den allseits beliebten, von 1 Milliarde Zuseher konsumierten Neujahrskonzert, den Radetzky-Marsch spielen oder nicht, und wie das historisch 1848 ist und kann man das überhaupt spielen. Ja? Wenn wir so anfangen, kann man gar nichts mehr spielen. Ja? Weil es gibt immer irgendwo etwas. Aber man soll es kritisch aufarbeiten, man soll es kritisch sehen und mehr sage ich dazu nicht. Und ansonsten sich da kulturell in der Form, wie es die Grünen gemacht haben, einzumischen, was wollen die Grünen dann dort spielen? Ja? Ich meine, die haben ja selber keinen einzigen Komponisten, der da was einbringt. Ja. Also das ist einfach lächerlich. Also das sind die Punkte, wo ich finde, wo man da aufpassen muss. Ansonsten gehöre ich zu denjenigen, die meinen, man soll mit der Landwirtschaft vernünftig umgehen. Das ist auch ein Kulturelement. Das ist für Österreich ganz wichtig, dass wir eine gesunde Ernährung haben. Es ist wichtig, dass die nötige Unterstützung haben, weil es auch kleine und mittlere Betriebe gibt und nicht nur so agrarindustrielle Komplexe. Also sie sind Landschaftspfleger. Das habe ich bei meinen Parlamentsreden immer mich engagiert für eine funktionierende Landwirtschaft, die Teil unserer Kulturidentität ist, für den Tourismus genauso wie für die Ernährung, und die sozusagen Produkte herstellen, die wichtig sind, auf die wir stolz sein können und wo die Bauern davon auch leben können. Ja, nicht wie es in Deutschland im Moment gerade rennt, nicht sehr gut. Sorry. Nein, ich muss aber noch einen Punkt dazu sagen, um nicht missverstanden zu werden, weil ich habe das eigentlich nur so en passant gesagt mit dem Opernball. Nein, niemand ist gegen einen Opernball, ist ja gar nicht. Nur, es gibt Zeiten, wir leben im Moment in einer Zeit, wo die Gabel zwischen dem Establishment, zwischen dem gut verdienenden, wohllebenden, sorgenfreien Establishment und der Millionen Menschen, die in Wahrheit ihr Leben nicht mehr finanzieren können, weit auseinander geht wie sonst. Und in so einer Zeit leben wir im Moment. Und daher soll der Opernball kein Schaufenster sein dafür. Völlig richtig. Fast hast du es selber gesagt, jetzt wie? Entschuldigung. Ja. Und daher ist es mir einfach zuwider, ja. Dass mir, und ich sehe mich als eher einer Vertreter der Bevölkerung hier und ich rede mit den Leuten, dass uns dann diese Gesichter, diese Auflackierten von der Regierung in den 30.000-Euro-Logen auf Steuerzahlerkosten wohlgemerkt, auslochen aus dem Fernseher und sich noch lustig machen über den Pöbel, wie es die ÖVP sagt. Und über geht's doch an Burger essen, weil wir essen die feinen Kaviarbrötchen am Opernball mit einem ordentlichen Sekt, mit einem Moet oder was, trinken wir dann und dann die Glaseln zusammenklinken, das ist wurscht. Ein Abend lang ist uns das noch mehr wurscht als sonst. Und das ist dekadent.
Das ist arrogant und dekadent. Die sollen alle, die sollen meinetwegen jeden Tag am Oberbayer gehen, wenn es einen geben tät. Aber sie sollen sich selber becken. Und sie sollen nicht mit Steuergeldern herumwerfen, die im Moment für etwas anderes da wären. Und da schaue ich jeden an, jeden Minister und auch vom Bundeskanzler. Ich würde als Bundeskanzler in einer Zeit wie diesen nicht einmal auf die Idee kommen, in die Nähe eines Opernballs zu kommen. Sondern würde sagen, das kommt für mich nicht in die Frage, weil das ist Steuergeld, was da passiert. Wenn er viel Geld sich geschworen hat, dann soll er sich selber zahlen, dann kann er auch hingehen. Das ist der Punkt. Und ich glaube, dass viele auch so denken. Und dass man endlich einmal zwischen denen da oben, zwischen dem Establishment und der Bevölkerung eine Symbiose schaffen sollte und nicht das immer auseinander weitertreiben. Und das ist ja dann auch die Rechnung am Wahltag. Das wird dann so sein, weil die Menschen sagen, das erinnern wir uns. Das ist der Punkt. Diese Abgehobenheit eines Establishments, einer Regierung, übrigens mit den Grünen, die sind so nicht am Opernball, aber die fliegen einmal im Privatjet durch die Gegend, haben alle ihre Dienstautos und kassieren fleißig für Klimaanlagen und alles, haben auch das Steuergeld beim Fenster raus. Das ist mir auch zuwider. Deswegen sind wir ja froh, dass die abgewählt werden heuer und dass das zu Ende geht. Ich finde, das ist ja wie der 68er Studentenbewegung. Du nimmst ja richtig Anleihen. Ja. Ich kann nicht demonstrieren gehen. Ich glaube, das ist wieder eine Demo heuer. Ja, da ging es Establishment, mit dem bin ich aufgewachsen. Ja. Das ist ja interessant. Ja. Vielleicht noch zum Abschluss der ersten Runde, um den Kanzler und die ÖVP da quasi auch abzufrühstücken. Der Peter Westenthaler war ja der Erste, der hier, und muss man wirklich sagen, Reinhold Lobatka ins Spiel gebracht hat als Spitzenkandidaten. Damals haben noch alle geschmunzelt und gelacht, das wäre das absolute Ende. Jetzt schaut das durchaus realistisch aus, dass es wirklich Reinhold Lobatka wird, weil jeder oder jede derzeit absagt, von der Caroline Edtstadler begonnen, bis hin sogar zu Claudia Plackholm, die sagt, sie will sich das nicht antun. Das ist ja logisch. Ich meine, welcher Politiker, oder sagen wir nicht nur welcher Politiker, welcher Mensch, weil es sind ja so Namen gegeistert wie Vera Huswurm oder was weiß ich, Helene Fischer oder was auch immer, Andrea Berg, keine Ahnung. Wer würde sich für so eine Partei hinstellen, die sehenden Auges in eine katastrophale Niederlage, und zwar zu Recht, aus Eigenverschulden, zu Recht, hineinschlittert. Wer will einen Karriereknick, einen Programmier, es gibt da Masochisten, das soll es auch geben, aber wer will einen programmierbaren Karriereknick haben? Es kann ja nur einer sein, dem man sagt, pass auf, du verlierst jetzt die Wahl und danach versorgen wir dich irgendwo in einem. Und das ist eine ideale Figur dafür, ist der verstaubte Lobatka. Der hat das Ganze, ein Funktionär, wie der im Büchel steht immer da, wenn es was zum Erben gibt. Selber Privatwirtschaft niente, also auch so einer. Der wird jetzt aus der Uhr rausgenommen, aus der Verstaubten, wird entstaubt und neben einen Schieder gestellt. Der passt nämlich super zu Schieder und Lobatka, ein Traumduo einer vergangenen Zeit, was mit der aktuellen nichts mehr zu tun hat. Und ich habe das deshalb gesagt, weil ich es weiß, schlicht und ergreifend. Es stand schon viel früher fest, so ein bisschen gute Drähte zur ÖVP habe ich auch, stand ja schon viel früher fest, weil die gewusst haben, das macht uns keiner. Das macht uns nur ein gestandener Funktionär, der erstens seine Tausender schon im Trockenen hat und danach halt im EU-Parlament irgendwie, von dem hörst du dann nichts mehr. Aber die nehmen diese Wahl nicht mehr ernst, weil es verloren geht. Und das ist zugleich der Stoff, aus dem die Niederlage noch größer wird. Und das wird eine krachende Niederlage für die ÖVP werden, auch für die SPÖ. Da gibt es jetzt da Umfragen, wo die SPÖ unter 20% ist, dank den segensreichen Wirken des Herrn Pablo. Ich glaube, da kommen wir noch dazu. Ich will nur zum Lobatka was sagen. Da bin ich ein bisschen befangen. Ich kenne ihn sehr, sehr gut aus dem Parlament. Ich habe ihn immer geschätzt, dass er in der Außenpolitik eigentlich immer sehr qualifiziert im Außenpolitischen Ausschuss aufgetreten ist. Ich war dort 9 Jahre lang Vorsitzender im Außenpolitischen Ausschuss und habe ihn eigentlich damals politisch schätzen gelernt, obwohl als Generalsekretär war er natürlich auch ein Schlaucher, also da hat man immer aufpassen müssen. Wenn du dem Lobatka die Hand gibst, nachher schnell die Finger anzählen, ob du noch alle 5 Finger hast auf der Hand. Also das ist er auch. Ja. Und er ist ein Marathonläufer, ich war mit ihm sogar einmal gemeinsam auf einem Marathon in Italien, weil er ist natürlich viel schneller immer gewesen, aber er hat Ausdauer. Ja. Das heißt, der geht an den Start und geht und hört nicht auf und kommt ins Ziel. Ja. Und wenn jetzt er ist auch ein Ausbund an Dynamik und Agilität. Nein, das hat er schon, die Ausdauer hat er. Und die Qualifikation muss man ihm nicht absprechen. Aber dass sich einer zur Verfügung stellt und sagt,
Das ist ein sinkendes Schiff. Ein Teil von dem Schiff ist schon unter Wasser. Und er sagt, komm, lasst mich doch bitte auf das Schiff. Das echte. Ja, das hat was. Ja. Echte Partei. Ja, ein bisschen eine politische Todessehnsucht schwingt da mit. Ja. Und das soll er machen. Ich finde, das soll man anerkennen, dass es auch solche gibt, die einen Untergang begleiten wollen. Und das scheint bei ihm das. Ich rechne mich hoch an, aber er ist schon auch einer der Paradevertreter dieses EU-Establishments. Schwarz-Blau. EU über alles, auch über Österreich, für den gibt es ja nur die EU. Das ist, der hat alles abgenickt, alles verteidigt, den ganzen Wahnsinn der Europäischen Union von der von der Leyen, die ganze Kriegstreiberei, die ganzen Corona-Geschichten, der hat doch alles immer wieder abgenickt und verteidigt. Daher ist er zu Recht ein Vertreter des europäischen Establishments und als solcher geht er in die Wahl hinein. Und da wird er aber nicht viel Rosen ernten bei der Wahl. Das ist ja alles unbestritten und das ist aber jetzt nicht gegangen. Es geht jetzt darum, dass es auch ein gewisses Maß an politischer Todessehnsucht gibt. Ja. Womit, na ja, aber das soll man zumindest einmal anerkennen. Ja. Ich meine, wir wollen ja da nicht so streng sein. Und dass halt ein gegenüber der Europäischen Union sozusagen sowas von gar nicht kritisch ist, das ist die Voraussetzung, weil sonst wirst du dort nicht der Spitzenkandidat, damit du dort einmarschieren kannst. Also das ist, also ich wollte nur sagen, ich bin da irgendwie halt sehr differenziert, aber wünsche ihm trotzdem, dass er nicht gewinnt. Ja. Gott, ich würde auch schwer werden. Ich wollte gerade sagen, das wird wahrscheinlich nicht passieren. So, wir machen eine ganz kurze Werbepause und dann sprechen wir über die zwei Oppositionschefs, Herbert Kickl und Andreas Babler. Auch die starten in ihre Wahlkämpfe, beide auch zuletzt mit großen Interviews in der ZIP2. Auch darüber werden wir sprechen. Ganz kurze Werbepause, dann geht es gleich weiter. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Schönen guten Abend, willkommen zurück bei Fellner live. Die beiden Oppositionschefs Herbert Kickl und Andreas Babler haben die letzten Tage Schlagzeilen gemacht. Herbert Kickl war heute in der ZIP2 vor kurzem, Andreas Babler vor 2 Tagen. Da gab es auch viel Aufregung um das Interview und da gab es dann auch gleich wieder die Querschüsse aus dem Burgenland, wo der Herr Fürst, enger Vertrauter von Hans-Peter Doskozil, kritisiert hat, dass Andreas Babler da ein bisschen herumgeschwurbelt hat, wie es um den Parteiausschluss von Alfred Gusenbauer gegangen ist. Brechen da wieder die alten Gräben gerade auf in der SPÖ? Also ich würde das einmal Folgendes so sagen, dass, weil wir gerade gesagt haben, Babler und Kickl, ja, also immerhin haben die beiden jetzt einmal gemeinsam einen Untersuchungsausschuss eingesetzt, um da Licht ins Dunkel zu bringen. Vor allem was diese ganze Corona-Problematik und die Förderungen betrifft und so weiter. Das heißt, wir haben es hier mit Oppositionsparteien zu tun, die nicht davor zurückschrecken, wenn es notwendig ist im Interesse Österreichs, auch das eine oder andere Gemeinsame zu tun, siehe die Einsätze des Untersuchungsausschusses. Im Gegensatz zu anderen bin ich der Meinung, dass es sinnvoll ist, diesen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Nicht sinnvoll ist, den Untersuchungsausschuss, den die ÖVP da gerade machen will, wie soll man sagen, ich weiß nicht, warum die das tun, ja, um das lächerlich zu machen oder um dagegen irgendwie mit dieser Maßnahme aufzusetzen. Das eine. Das andere ist, dass Andreas Babler der Parteivorsitzende der SPÖ ist. Der wird das auch mit Sicherheit damit auch der Spitzenkandidat bei der Nationalratswahl sein. Nicht ist er der Spitzenkandidat bei der Europawahl und schon gar nicht bei den Landtagswahlen. Und es ist natürlich schon so, dass du dann erfolgreich bist, wenn sämtliche Bereiche einer Partei halt mitwirken, wenn sie was tun, wenn sie Ideen haben, wenn sie kreativ sind, wenn sie sich engagieren, wenn sie in den Medien präsent sind und. Also man soll das nicht nur auf eine Person jetzt fokussieren, sondern das wird durchaus breiter angelegt sein, zumindest mal in der SPÖ. Wie es die FPÖ macht, kann vielleicht er besser erklären, aber ich jedenfalls sehe das so, dass das einmal in diese Richtung geht. Ja, als ehemaliger Bundesgeschäftsführer und jahrelanger Clubvorsitzender weiß ich, dass natürlich es Statuten in einer Partei gibt, die nicht unkompliziert sind. Ja, bei verschiedenen Angelegenheiten, wenn Statuten ausgeholt werden, hast du eine eigene Kommission, hast du ein eigenes Schiedsgericht. Also das ist eine Beschäftigungstherapie, die geht über lange Zeiträume. Ja, so. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, wenn man hat Einsicht in bestimmte Dinge und wenn man beispielsweise Schaden
Alfred Gusenbauer hat zum Beispiel gesagt, er möchte Schaden von der Strabag abzuwenden, Reputationsschatten, glaube ich, hat er genannt, und hat entsprechende Schritte gesetzt. Ähnliches als ehemaliger Parteivorsitzender und Bundeskanzler kann er sich auch überlegen in Bezug auf die SPÖ, dass er sagt, was für Schritte kann ich tun, um hier Schaden abzuwenden. So, das ist aber etwas, was Gusenbauer beantworten muss. Mhm. Wobei es einen großen Unterschied gibt bei vielen Dingen, die man kritisieren kann. Die Signer, das ist eine private Konstruktion des Herrn Benke, der sich bemüht hat, möglichst viel an Geld aufzutreiben, an Investoren, an Krediten von Banken. Da muss man mal schauen, ob da zweierlei Maß immer gemessen wurde. Ja? Dass der leichter große Kredite gekriegt hat, dass der bei der Finanz weniger hart geprüft worden ist oder weniger hier an Schritten gesetzt wurde, wie man überall liest. Es gibt die Unschuldsvermutung, aber man liest ja trotzdem überall, dass das so sein könnte. Und diese berühmten Dinge, wo man sagt, naja, bumm, der kriegt das Honorar oder das Honorar, das ist ein privates Geld. Und das soll auch alles privat bleiben. Wehe dem, wenn da irgendwo Steuergelder auftauchen, weil es aufgrund dieser wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die unter anderem auch durch die Zinserhöhungen entstanden sind, aber vor allem durch ein eklatantes Hasard derer, die die Verantwortung als Geschäftsführer zu tragen hatten. Das muss man auch dazu sagen. Da ist der Benke eine ganz entscheidende Figur. Ich weiß ja gar nicht, inwieweit er den Beirat, den Aufsichtsrat auch vollständig immer informiert hat. Es gibt die Unschuldsvermutung, aber jetzt kann ich alles nicht sagen. Ich bewege mich nicht in diesen Kreisen und ich bewege mich nicht in diesen Szenarien. Aber geht es da wirklich so sehr um die Pension? Person Gusenbauer, geht es nicht eher darum, dass die Burgenländer einfach ihre alte Rechnung wieder begleichen wollen und einfach jede Form der Angriffsfläche nützen gegen Andreas Babler? Na, die Burgenländer legen Wert darauf, dass es Meinungsvielfalt geben soll und aus. Und ich finde, das ist richtig. Also ich bin auch der Meinung, schauen Sie, der Tiroler Parteivorsitzende hat eine eigene Meinung, der Niederösterreicher hat eine eigene Meinung, der Burgenländische hat eine eigene Meinung, der Wiener, warum nicht? Ja? Wichtig ist nur, wenn du Wahlauseinandersetzungen hast, dass du dann gemeinsam vorgehst oder bist dann am stärksten in der Konkurrenz mit den anderen Parteien, in der Gunst um Vertrauen und um das Kämpfen um die Unterstützung der Bevölkerung und um Wahlen zu gewinnen, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, das ist Meinungsvielfalt. Also ich würde da gar nicht, man kann da für einen Parteitypus sein, wo dann keine Vielfalt gibt, wo alle nur warten, dass der Vorsitzende was sagt und das dann nachbeten, ja, und sonst gar nichts tun. Diese Art von Partei mag ich nicht. Das habe ich nie gemacht. Selbst in meiner Zeit als Geschäftsführer, selbst in meiner Zeit als Clubvorsitzende habe ich auf Meinungsvielfalt Wert gelegt, auch mich selbst betreffend. Ich war nicht selten anderer Meinung von Teilen der Partei, anderer Meinung vom Vorsitzenden. Und ich finde, das ist wichtig, dass wir dass Demokratie gelebt wird. Ich habe das Glück gehabt oder auch nicht, aber ich habe gestern einen ehemals sehr hohen SPÖ-Funktionär getroffen, nenne den Namen jetzt nicht, weil das wäre unfair, und habe mit ihm ein paar Minuten gesprochen über diesen Gespenst, diesen Auftritt oder am Montag in der ZIP2, wo er, also politische Insider würden bezeichnen, das war ein klassisches K.O. Der ist dort völlig K.O. gegangen, der Herr Babler. Also unfassbar, dieser Auftritt war so unsagbar schlecht. Nicht nur seine Körperhaltung lümmelnd, am Tisch lehnend, präpotent, so auf die Art, warum wäre überhaupt was gefragt, kommt aus der Defensive nicht heraus. Bei den Vergewaltigungswitzen des Herrn Kohlhaus, der sitzt nur im Parlament, bei den Angriffen Gusenbauer Benko, bei den Kleingarten. Und die entscheidende Frage, wurde ja gestellt und nicht beantwortet, und die entscheidende Frage ist schon, was ist denn sein Wort eigentlich in der SPÖ wert? Und hat er überhaupt irgendeinen Millimeter an Leadership? Und dann, das muss man beides, und das hat auch der Funktionär gesagt, mit Nein beantworten. Wie will jemand sich anschicken, das Land als Bundeskanzler zu regieren, wenn er nicht einmal in der eigenen Partei, und das schon seit Monaten mittlerweile, weil der ist auch kein Frischgefangter mehr, der ist jetzt seit Monaten im Amt, in der eigenen Partei einfach kein Gehör findet. Er kritisiert zwar, aber er greift nicht durch. Er wird belächelt, übrigens nicht nur im Burgenland, auch in Tirol. Der Herr Dornauer richtet den ständig immer genau die gegenteilige Meinung aus von dem. Das heißt, den nimmt keiner ernst. Und nicht böse sein. Das hat er sich selbst zuzuschreiben. Denn jemand, der einen solchen katastrophalen Bauchfleck macht, wie der Herr Babel in der Zeit im Bild 2 und sich vom Herrn Wolf, im wahrsten Sinne des Wortes, vorführen lässt, und sich dann noch
und das ist unterm Strich herausgekommen, als Summary den Vorhalt vorhalten muss, ja, eigentlich kann der mit niemandem eine Koalition machen. Denn mit den Freiheitlichen hat er es von vornherein ausgeschlossen. Antidemokratisch, haben wir schon beide mal da besprochen, sowas tut man nicht. Das lehne ich massiv ab, dass man vor einer Wahl, bevor ein Wähler überhaupt noch gesprochen hat, gleich sagt, na, mit dieser Partei niemals, ist antidemokratisch. Und bei der ÖVP über die Hintertür, weil er gesagt hat, er macht mit keiner Partei, ja, das ist der Stand, hat er gesagt, der Koalition, die nicht seine verrückten Steuerideen dann noch Erbschafts- und was weiß ich, welche Steuern der da einführen wird, durchführt. Das heißt, wie Hannes Andrusch, Weiland Hannes Andrusch gesagt hat, der Herr Babler wird aufpassen müssen, dass er aufgrund des Ausschlusses anderer Parteien einer Koalition nicht selber überbleibt. Denn das passiert, wenn man Koalitionen ausschließt. Unter Babler fährt die SPÖ schnurstracks in die nächsten 5 Jahre Opposition. Das ist der Sukkus dieses fürchterlichen Auftrittes gewesen. Keine einzige Zukunftsvision, keine einzige inhaltliche Ansage, nur Defensive. Warum nur Defensive? Weil er nicht fertig wird mit dem Zusammenräumen und weil er gar nicht beginnt zusammenzuräumen. Jetzt einen Tag später, das ist ja fast der Witz der Geschichte, verkündet seine Stellvertreterin, das, ich glaube, die lese, ich glaube, das ist irgendein Scherz, ein Neujahrsscherz. Die SPÖ-Funktionäre müssen jetzt eine Antisexismus-Schulung durchmachen. Nämlich alle, offensichtlich, weil sie jetzt gar nicht differenziert. Was soll denn das sein? Kriegst du ein Pflaster um den Mund pickt? Ich weiß es nicht. Also die SPÖ beschäftigt sich mit Antisexismus-Schulungen in den eigenen Reihen, statt dass sie den Herrn Kohler aus die Tür weist und sagt, Freund, mit Vergewaltigungsfantasien macht man keine Witze. Der sitzt nur im Parlament. Es ist ja so unfassbar. So. Und was passiert? Warum reagiert keiner in der SPÖ offiziell? Inoffiziell gibt es das große Naserümpfen. Josef, du weißt das so gut wie ich. Weil im Hintergrund natürlich schon längst daran gearbeitet wird, was machen wir nach Babler? Und die Zeit nach Babler ist auch nach der EU-Wahl, wenn die SPÖ tatsächlich dort auch einen Absturz erleben wird. Und das wird so sein, weil du weißt, wie das ist. Bei Wahlen geht es auch immer um Stimmungen. Da geht es nicht darum, wenn man ins EU-Parlament, ja auch, aber es geht immer um Stimmungen. Und eine Stimmung bestimmt auch der Parteivorsitzende mit. Es tut mir leid, das ist einfach so. Daher tragt er natürlich auch die Verantwortung für diese Wahl. Und wenn die SPÖ im EU-Parlament heute auch alles abgenickt hat, alle Grauslichkeiten, muss er das am Ende auch mitverantworten. Aber was ist das? Etwas ganz Wichtiges passiert, das ist nicht einmal groß berichtet worden. Nämlich, siehe da, was passiert ist. Die Regierungsparteien, ÖVP und Grüne, verschaffen der ehemaligen Parteivorsitzenden der SPÖ, Randy Wagner, einen 16.000 Euro Job monatlich, 16.000 Euro auf EU-Ebene. Nicht die SPÖ, nicht irgendwelche andere, sondern Schwarz und Grün versorgen eine Frau Randy Wagner, die offenbar in Österreich keinen Job kriegt. Ich muss sagen, das ist ja, was kann es eigentlich noch Bedeutenderes geben als diesen Akt, wo hinter den Kulissen, jetzt bin ich wieder bei meinem Eingangsstatement, wo hinter den Kulissen bereits an einer Koalition Schwarz, Rot und Grün gearbeitet wird, dann ohne Babler, weil der Herr Babler mit seinen unfassbaren Ausschließungen und Koalitions- und mit dem nicht und auf keinen Fall und nur wenn ich das kriege, der ist schon wieder hergekommen wie in Niederösterreich, der hockt sich dann auch die Hand ab, der überlebt dieses Jahr doch mit dieser Politik nicht und die SPÖ kümmert sich, die Gewerkschaften im Hintergrund und auch mehrere Landesorganisationen bereits die Nach-Babler-Zeit, weil das der nicht mehr will, offensichtlich, wenn es am Anfang des Jahres schon so auftritt, so. Eigentlich will ich nicht mehr. Was ist dann erst am Ende des Jahres? Das heißt, hier beginnt sich eine Koalition zu entwickeln, koste es, was es wolle, in dem Fall Wählerstimmen. Völlig wurscht, wie die Wahl ausgeht. Und wenn der Kickl 40% kriegt, werden wir trotzdem die anderen Prozente alle zusammen eine Verliererkoalition bilden. Und deswegen ist es so wichtig, da geht es nicht mehr um nur 30-35%. Da geht es darum, wer eine Wende in dem Land will und tatsächlich eine Veränderung, und die Wendestimmung ist da, der wird wahrscheinlich mit den Systemparteien, und das tut mir leid, sind halt alle 4 anderen, keine Freude mehr haben. Ne? Schau, wenn ich was gelernt habe, und ich bin doch sehr lange politisch schon tätig, vielleicht nicht lang genug, aber jedenfalls schon lange tätig, wenn du bestimmte Forderungen ins Zentrum deiner Wahlbewegung stehst, dann bin ich ja gespannt, was wird im Wahlprogramm der SPÖ stehen. Das wird das Entscheidende sein. Aber wenn ich mir bestimmte Forderungen kapriziere, wo ich von Haus aus schon weiß, dass fast alle anderen Parteien das mit Sicherheit nicht wollen, dann werden die in den Koalitionsverhandlungen, sollte es dazu kommen, alles daran setzen, dass genau das nicht
durchkommt, damit du eine Verhandlungsniederlage hast. Das war immer die Spezialität des Schüssel und anderer, die immer geschaut haben, es muss eine Verhandlungsniederlage geben. Also zum Beispiel Studiengebühren abschaffen, wollte er unbedingt nicht haben. Das haben dann wir, Rot und Blau, abgeschafft. Ja? Damals im Parlament, in dieser einen nach der freien Abstimmungen. So. Also das ist einmal der Gag, den man sehen muss. Und daher war die Frage, mit welcher Partei vom Armin Wolf wollen Sie eigentlich dann die Vermögens- und die Erbschaftssteuer machen? Er ist dabei geblieben. Klar, ist eine Beschlusslage, wo auch sein beim Antreten als Vorsitzender bei ihm im Zentrum. Und dann wirst du maximal die Grünen dafür finden, wenn überhaupt. So, die Neos übrigens, die Neos sind schon umgefallen im Moment. Naja, die Neos, die haben auch, ja, die wollen die, die wollen die Neben, finde ich ganz, die wollen die Lohnnebenkosten. Gerade die Neos wollen jetzt der Erbschafts- ja, 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 die wollen die Lohnnebenkosten dabei so senken, dass du den ganzen Sozialstaat in die Haare schmieren kannst, weil du das nicht mehr finanzieren kannst. Also das ist ein bisschen eine Doppelbödigkeit, über die könnte man gesondert noch einmal reden. Aber gut, schnell noch ein anderer Punkt. Der Spitzenkandidat bei der ÖVP ist der Andreas Schieder. Ja, man, der muss schon auch sich einbringen und muss also sozusagen Wählerstimmen da lukrieren und gewinnen. Das kann man nicht nur jetzt der Bundespartei im engeren Sinn alleine geben. Nächster Punkt schnell. Damals wieder Stefan Koren, der war glaube ich sogar Klubobmann der ÖVP, wurde von Bruno Kreisky, Bundeskanzler, zum Chef der Nationalbank erhoben. Ja. Da hat keiner gesagt, na, der wird in Österreich keinen Job finden. Das war eine höchst qualifizierte Persönlichkeit und wurde dort vom SPÖ-Bund, ein ÖVPler, und zwar ein hochrangiger ÖVPler, Chef der Nationalbank. So, und die Randy Wagner, wenn auch du, das musst du schon zugeben, du gesagt hast, wenn sie sich wo in einem Bereich auskennt, ja, bei aller Kritik, die man haben kann, ja, die Gesundheit, das alles, wofür sie dort jetzt von ÖVP und Grünen nominiert wird, das kann sie sicher. Ja. Und daher finde ich das erfreulich, richtig und gut. Und ist natürlich ein bisschen ein Chutzpe von den beiden, weil sie jetzt natürlich haben wollen, dass wir in der SPÖ diskutieren, so was, für diesen Superjob ist sie qualifiziert, bei uns nicht. Das ist natürlich schon ein bisschen ein Chutzpe auch im Hintergrund. Aber dass sie qualifiziert ist, davon, ich glaube, davon kann man wirklich ausgehen. Und allerletzter Punkt, ich bin auch nicht der Meinung, dass man vor der Wahl sagt, mit dem mache ich es, mit dem mache ich es nicht, mit dem mache ich es nur halbwert. Also ehrlich gesagt, ich würde sagen, vor einer Wahl schließe ich gar nichts aus, setze mich mit alle hin. Das war immer mein Auftrag. Bist du ein Demokrat? Ja, jedes Mal hatte ich auch den Auftrag des Parteivorsitzenden, des jeweiligen, ich habe ja mehr erlebt, dass ich eine Runde mache, mit allen Parteien, auch mit der FPÖ zu reden und schauen, wo gibt es gemeinsame Schnittmengen. Und das halte ich auch für das nächste Mal für wichtig, weil sonst ist das, was soll das? Ja, mit denen geht es halbwert nicht, wegen der Vermögens- und Erbschaftssteuer, mit euch geht es auch nicht, weil ich wollte auch kein Vermögens- und Erbschaftssteuer, das ist eh ein breites Ding. Aber mit niemandem reden, finde ich nicht richtig. Kommen wir zum Herbert Kickl. Sie haben es jetzt eh schon ein paar Mal angesprochen. Wird dieses Szenario nicht immer wahrscheinlicher, dass Herbert Kickl zwar die Wahl gewinnt, am Ende aber nicht Kanzler wird, weil SPÖ, ÖVP und eine der zwei kleineren Parteien, Grüne, Neos, eine Koalition gegen Kickl bilden? Naja, das ist die Planung der anderen, der vier Systemparteien. Die vier Systemparteien, ÖVP, SPÖ, Neos und Grüne, sagen sie, es ist offenbar die Nummer eins nicht mehr zu verhindern, nicht nur das, sondern die Menschen gewöhnen sich immer mehr an den Gedanken, wenn ein politischer Wechsel in dem Land etwas bringen soll, dann soll es ein ordentlicher sein. Also ein echter politischer Wechsel, eine Wende hin zu jemandem, den sie seit mittlerweile mehr als einem Jahr mehrheitlich das Vertrauen schenken. Und das ist Herbert Kickl, der es geschafft hat, seit November des vorvorigen Jahres, seit also nämlich 22, an Nummer 1 und zwar bei weitem an Nummer 1 der Umfragen sich zu befinden. Das heißt, er muss einiges richtig machen. Er baut Vertrauen auf, er gewinnt Vertrauen, die Menschen vertrauen ihn. Und je öfter man, das war eigentlich immer früher ein Gegenargument der Politstrategen, nämlich wir malen sozusagen den Teufel eines Kanzlers Kickl, damals war es Haider oder auch einmal Strache, egal. Man hat immer das verteufelt, wenn ein Freiheitlicher einmal Kanzler werden sollte. Das ist damals eingegangen und jetzt ist es genau umgekehrt. Je öfter man das darüber spricht, je öfter man Umfragen macht, Kanzlerfrage ist ja mittlerweile auch Nummer eins, desto mehr gibt es einen Gewöhnungseffekt bei den Menschen. Die sagen sie, warum eigentlich nicht? Wir leben in einer Demokratie. Der Herbert Kickl hat gute Antworten auf die entscheidenden Fragen
Herausforderungen unserer Zeit, auf Corona, auf der Zuwanderungsseite, bei der Teuerung, in Fragen der Demokratie, der Neutralität. Er ist der Letzte in dem Land, der noch die Neutralität verteidigt. Es gibt sonst niemanden mehr. Es gibt keine Aussage eines anderen, einer anderen Partei, der sagt, ich bin bedingungslos für diese Neutralität, ich möchte sie sogar noch verstärken in der Verfassung. Na, alle anderen Parteien basteln daran, Abwehrraketen, Sky Shield in unserem Land aufzustellen. Das ist wieder lustig heuer. Wenn dann im Wahlkampf in der Südsteiermark oder irgendwo in den Donauauen die Abwehrraketen aufgestellt werden, das Nehammer. Übrigens, da hat die SPÖ sich bisher überhaupt noch nicht geäußert. Die sind offenbar auch dafür, schon als Eintrittsgeschenk für die nächste Koalition. Also, da ist alle gegen einen. Systemparteien, Establishment gegen den Herbert Kickl und der Herbert Kickl gegen die. Und da sind halt die meisten eher beim Herausforderer, weil sie sagen, wir wollen einmal was anderes. Denn eins ist auch klar, jede Koalition ohne den Stärksten, in dem Fall Herbert Kickl und der FPÖ, ist eine Fortsetzung vom jetzigen, weil eine oder sogar beide der jetzigen Regierungsparteien ja dann in einer Koalition sein müssen. Also entweder heißt es Rot-Schwarz-Grün oder es heißt, weiß ich nicht, Rot-Schwarz-Neos, aber dann sind die Schwarzen. Also es ist immer eine Fortschreibung des Status Quo und das ist etwas, was halt die Leute nicht wollen. Und der Herbert Kickl macht es im Moment sehr unaufgeregt, sehr klug, sehr weise, wenn man so will. Es gibt nicht irgendwelche Hektiken, gar nichts. Es gibt eine einzige Gefahr und die muss man der FPÖ nämlich in ihrer Gesamtheit vor Augen halten. Der Herbert Kickl hat es mit Sicherheit mit seiner klugen Vorgehensweise bereits auch artikuliert. Aber erstens darf man nicht überheblich werden aufgrund von Umfragen, das ist ja ganz falsch. Und zweitens darf nie eine Stimmung entstehen, na, die Geschichte ist eh schon gelaufen, weil wir sind so weit vorne in den Umfragen. Beides zusammen ist das Salz, aus dem eine Überraschungsniederlage dann ist. Man muss bescheiden, devot beim Wähler bleiben, so wie das der Herbert Kickl macht, der immer davon spricht, er möchte Volkskanzler sein, er will ein Kanzler mit den Menschen, für die Menschen sein und möchte sozusagen das Herz auf der Zunge haben und das Herz der Menschen, was sie bewegt. Er will ein wirklicher Volkskanzler sein und solange er das so durchtragt, ist okay, aber es muss auch in der FPÖ klar sein, eine Wahl beginnt immer bei Null und nicht bei Umfragen Nummer 1, sondern bei Null. Und jede Stimme muss erlaufen werden. Und wenn man mit so einer, schon gut, wenn man gute Umfragen hat, das hebt die Stimme. Aber man muss es erarbeiten, man muss es erlaufen und da mache ich mir im Moment aber auch keine Sorgen, weil die jetzige Führung, und da ist jetzt nicht nur der Herbert Kickl, sondern auch die anderen Protagonisten dort sehr, sehr klug, sehr, sehr zurückhaltend, sehr, sehr bodenständig aber und vor allem sehr, sehr volksnahe agieren. Also da habe ich keine Sorge, dass das dann auch passieren wird. Aber das Jahr ist noch lang, da gibt es viele Wege, viele Steine, viele Unebenheiten, die muss man noch umschieben. Ja, ich verstehe das schon, wenn du das so darstellst. Immerhin haben wir jetzt in mehreren Ländern eine schwarz-blaue Regierungskoalition, das muss man schon auch sehen. Ist, naja, ist ja gut. Ja, und wenn Volkskanzler und Volkspartei dann zusammenfinden auf Bundesebene, dann ist das auch begrifflich sozusagen eine Übereinstimmung. Und dann Kanzler. Wie auch immer. Jedenfalls, das haben dann die zwei Parteien zu entscheiden und vor allem aber der Wähler und die Wählerin, ob die überhaupt gemeinsame Mehrheit haben. Im Moment schaut so aus, dass das so sein könnte. Und habe den dringenden Verdacht, dass da durchaus Überlegungen gibt, vor allem in den Ländern, wo die Blauen mit den Schwarzen schon zusammenarbeiten, dass die sagen, ist da eigentlich vereint. Das heißt, Sie glauben, die ÖVP würde dann doch umfallen und mit Herbert Kickl und der FPÖ ja, in einer Koalition. Ja, habe ich schon einmal gesagt, der Magnus Brunner, dem ist das sogar noch lieber, da ist er Vizekanzler, Finanzminister. Aber gerade anderes. Der hat es ein bisschen zu eilig manchmal, ja, der will zu schnell ins Bundeskanzleramt. Aber ist ja egal. Jedenfalls diese Geschichte vor dem Hintergrund macht ja das alles. Sowohl den Kanzler wie den Vizekanzler. Und der hat ein Gefühl, so wie es in Vorarlberg lernt dort beim dortigen Landeshauptmann für Macht. Und das ist so. Und daher glaube ich, muss man da mal davon ausgehen, dass das eine der Möglichkeiten ist. Die Gegenargumentation jetzt wahlkampfmäßig in der FPÖ ist Kickl gegen den Rest der Welt. Das ist nicht ganz in Realität, weil es hat durchaus Übereinstimmungen gegeben zwischen Schwarz und Blau, im Parlament auch zwischen Rot und Blau. Also das ist, und alle Parteien schon mal gemeinsam was gemacht. Also so ist es nicht. Also dem darzustellen, so quasi ein einsamer Kämpfer gegen den Rest der Welt, das ist ein bisschen, soll man sagen, zu leicht durchschaubar. An dem müsst ihr noch feilen, also müsst die FPÖ noch feilen, damit das irgendwann Glaubwürdigkeit noch mehr gewinnt. Du hast drei Kanzlermodelle. Du hast den Reformkanzler Babler,
Du hast den Systemkanzler Nehammer, da sind wir wahrscheinlich eh einer Meinung. Und dann den selbsternannten Volkskanzler Kickl. So, okay. Drei Modelle. Und ehrlich gesagt, du musst ja immer, wenn du sagst, mit der Volkskanzler, musst du ja dann, und das werden dann die Fernsehdiskussionen eher weisen, dann im Detail wirklich sagen, was ist deine Vorstellung. Der Teufel liegt nämlich im Detail. Ja? Und du kannst dich nicht bloß herstellen und sagen, schaut's Leute, ich verstehe euch, schaut's mal tief in meine Kanzleraugen. Ich sage euch, ich verstehe euch. Braucht's mir nur wollen, dann verstehe ich noch mehr. Und so ungefähr geht es. Und ob das eine geht, wage ich letztlich zu bezweifeln. Und mit der Neutralität, letzter Punkt. Ja, ich bin auch der Meinung, dieses Sky-Schild ist für die Neutralität bedenklich. Ich bin dagegen. Ich finde, was brauchen wir? Raketen mit 200 Kilometern. Das geht gerade bis Salzburg, glaube ich. Also das ist unsinnig. Ja. Da kann man die Neutralitätskritik auch anbringen. Nur ganz jungfräulich in der Geschichte der FPÖ ist die Frage Neutralität. EU-Beitritt und so weiter auch nicht. Ja, da einmal so, es war schon ein bisschen eine Schlingerfahrt. Aber jetzt ist der Kickl dort der Vorsitzende und der will das jetzt genau das, was du beschrieben hast. Und da ja, kann man dann diskutieren. Aber ist nicht für die SPÖ viel entscheidender, Zweiter zu werden und damit in einer möglichen Koalition dann den Kanzler zu stellen, eben gegen Kickl? Weil wenn man der Argumentation des Peter Westenthaler glaubt, machen sich das ja dann ÖVP und SPÖ aus und der Zweite würde dann wohl den Kanzler stellen. Naja, dieses Argument hat was für sich. Denn wenn die SPÖ sagt, jetzt schauen wir mal, dass wir Zweiter werden, und dann kommt der entscheidende Satz, und den Kickl wollen eh alle, dann wollen ihn nämlich nicht alle. Und dann kannst du einmal und plötzlich aufwachen und der Kickl ist nicht Erster. Also das ist auch möglich. Ich habe schon x-mal so Situationen erlebt, wo die Strategie war, wie demobilisiere ich einen sich selbst mobilisierenden Teil einer anderen konkurrierenden Partei. Also ich würde sagen, vielleicht kann man wirklich bei dem sagen, ja, ist eh schon gelaufen, ist eh schon alles. Da warnt er immer davor. Er sagt, Mama, man muss die FPÖ warnen, dass das schon gelaufen ist. Im Gegenteil, jede Wahl, sagst du, beginnt bei Null. Ja, ja klar, das sage ich auch, dass die bei Null beginnt. Aber schau, wenn du sagst, der ist jetzt Erster, und das sagst du doch relativ oft, okay, ja, das ist ja gut so, weil entscheidend ist ja der Wahltag, die wirkliche Umfrage. Und da kann es passieren, dass es anders endet. Daher wird die SPÖ ein Ziel haben, so stark wie möglich, so viel wie möglich und am besten an Dreier fahren. Ja, jeder seine Analyse. Ich glaube halt nicht, dass ein Herr Babler, wenn er so auftritt wie am Montag in der Zeit in Bild 2, auch nur die geringste Chance hat, in die Nähe irgendeines Kanzlers zu kommen. Also das war so ein wie soll ich sagen, ein missmutiger, auch schlecht vorbereitet. Ich verstehe nicht, warum er, jetzt hast du ihn da, wie oft bist du im Jahr in der ZIB, zweimal, vielleicht dreimal. Warum bereitet man sich auf sowas nicht vor? So unvorbereitet, so, ich weiß nicht, so oft, warum muss ich dort überhaupt hin? So ähnlich hat sich das auch gehört. Der Wolf hatte mit dem dort so ein leichtes Spiel, hat ihm vorgeführt in den einzelnen Punkten, da muss ich mich darauf vorbereiten, da kann ich mich nicht hinsetzen und sagen, ich finde das auch alles schlecht, nämlich Kleingartenskandal in Wien, Vergewaltigungswitze des Herrn Kohlhaas bis hin zu den roten Benko-Freunden, ich finde das alles schlecht, es tut mir alles so leid, nur ich kann nichts dagegen machen. Ich meine, was macht er dann im Kanzleramt, wenn dann plötzlich irgendwas daherkommt, ich sage jetzt einmal, bist du nicht gefeiert, eine Krise oder du musst was entscheiden. Zum Beispiel die SPÖ hat in den vergangenen Monaten, seit der Herr Babler ein Amt hat, in vielen wichtigen Punkten sich noch gar nicht entschieden, wofür oder wogegen sie sind. Ein Beispiel ist Sky-Schild. Daher ist ständig nur, das muss man sich erst anschauen. Jetzt schauen wir uns das ein halbes Jahr an. Jetzt muss der Vorstand, der ist Kanzler, braucht ein halbes Jahr, bis er mal überhaupt eine Entscheidung trifft. Also da gibt es ja noch mehr Beispiele. Nur ein Beispiel. Der entscheidet sich, der kann nicht entscheiden. Und das heißt kein Leadership. Du brauchst aber Leadership, deswegen brauchst du keine Führerpartei sein, aber du brauchst Leadership. Du musst als Parteiobmann Stärke zeigen. Und selbstverständlich musst du dort, wo sich eine Baustelle auftut, die Baustelle entweder rasch renovieren, wenn du sagst Reform, oder gleich wieder zuschütten, wenn du es nicht brauchst. Und das passiert halt. In der SPÖ poppt jede Woche irgendeine Baustelle auf. Entweder bei den Burgenländlern, weil sie der Hafer sticht, oder bei Herrn Dornauer, weil er gerade mal beim Schießen nichts getroffen hat. Oder ich weiß nicht. Oder in dem Fall halt auch bei den Verunfallten, die es da der Herr Wolf dann in der ZIB 2 aufgelistet hat.
Das ist halt keine gute Voraussetzung. Also, du brauchst jemanden, der motiviert ist, der anpackt, der rasch entscheidet, gute Entscheidungen trifft, Leadership zeigt und der vor allem den Menschen auch eine Vision gibt, wo es lang gehen kann, was die Alternative zum jetzigen System ist. Und da gibt es im Moment halt den Herbert Kickl, der das so macht. Ich kann mich nicht erinnern, dass in der FPÖ in den letzten Monaten, seit Kickl diesen Vorsprung hat, irgendwas aufgepoppt ist. Das ist wahrscheinlich schon vorher gar nicht, man hat es gar nicht aufgepoppt. Also das ist auch eine geeinte Partei im Moment. Das muss man wirklich sagen. Da ziehen alle in einen Strang, da gibt es kein Augenzwinkern, da gibt es kein Schlechtmachen, sondern egal, wo aufgetreten wird, man weiß, woran man an der Freiheitlichen Partei und an Herbert Kickl ist. Und das ist eine gute Voraussetzung für die Wahl, um dann auch die Umfrageergebnisse ins Drucken. Aber jetzt sage ich da was. Ich sage jetzt was Kritisches. Ne? Ich glaube, ob du da ein paar Mal beim Armin Wolf gesessen bist. Ich bin's. Ich glaube, fünfmal. Ja, das war immer ein Genuss. Ich bin gern dorthin gegangen. Ja. Du musst mir Folgendes machen. Du darfst dich von dem nicht ausfratschen lassen oder in eine Prüfungssituation drängen lassen. So ist es. Sondern du redest dort, sagst deinen Teil und immerhin, du bist der Eingeladene und du bestimmst selbst, welche Antworten du gibst. Aus. Ja? Und er hat aber die Situation, dass man am Schluss den Eindruck hat, Armin Wolf sucht den Bundeskanzler aus. Ja, bei ihm, ja, genau. Er sitzt dort und dann macht er so eine Prüfungsnummer, das geht zack, 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 zack. Am Schluss hat er ihn, dann sagt man, naja, also beim Wolf hat der nicht bestanden. Oder sagt man beim anderen, also beim Wolf war der aber gar nicht so schlecht. Ja. So, das ist das, wovon der Wolf, den ich eigentlich sehr respektiere, um nicht zu sagen fast bewundere, das immer über die Runden bringt. Und der ist da der Wichtigste, einer der Wichtigsten im ORF. Und das wird auch noch länger bleiben, weil der hat hohe, viel Unterstützung für die Zuschauer und so weiter. Und das ist auch gut so. Aber wenn man dann hingeht, ich bin gern hingegangen, dann muss man halt dort auch mit einem Konzept hingehen. Man muss vorbereitet sein. Naja, auch auf den Wolf. Ja, der ist ja auch vorbereitet. Naja, der ist sehr genau vorbereitet. Ja. Muss man ihm zugute halten, bei aller Kritik. Ja, man muss, er ist hervorragend vorbereitet. Er muss ein Team haben, er selber ist gut vorbereitet. So soll es ja auch sein. Mhm. Ja, auch beim Privatfernsehen stößt man auf gut vorbereitete Befrager. Also das ist ja einfach, das ist so und soll so sein und ist letztlich also auch gut so. Beim Bönke Sterden, wenn du das einmal gesagt hast, Bönke und die roten Freunde. Da müssen wir jetzt aufpassen. Weil da habe ich jetzt Artikel auch heute gelesen, ein Artikel von der Rosemarie Schweiger in einer Tageszeitung. Wieso schweigt die ÖVP so? Wieso kommt bei der Banker nicht über die Lippen? Naja, schwarz dominierte Banken haben da ziemlich viel sich engagiert in dem Bereich. Ja. Der ehemalige Bundeskanzler Kurz scheint Investoren an Land gezogen zu haben. Die ehemalige Vizekanzlerin, jetzt Ries, mit dem Hahn verheiratet, ist sozusagen auch an Bord gewesen. Es sind ehemalige Spitzenkräfte aus der Wirtschaft, die da mitgemacht haben im Beirat, damit Vertrauen gegenüber Banker entsteht. Und da muss ich schon sagen, das ist etwas, das betrifft das gesamte, da sind wir sogar, vielleicht nähern wir uns an, das gesamte politische System und wirtschaftliche System ist da gefragt. Was ist da los, dass sowas möglich ist, wie das, was der Banker da gemacht hat? Jetzt kann man immer sagen, das ist Privatgeld, wenn es Leute gibt, die dort investieren, bis hin zu Dubai oder was weiß ich, oder Emiraten. Aber ja, genau. Ist das denen ihr Kaffee? Ja? Wenn Leute dort investieren und sich beteiligen und Geld verlieren, ist auch ihr Kaffee. Und die haben genug verdient und die sollen, ich drücke nicht eine halbe Träne raus. Ich will nur nicht, dass am Ende des Tages heißt, na, die oder dort und vielleicht muss man doch ein bisschen mit Steuergelder. Steuergelder haben dort nichts verloren. Das hat sich zu lösen innerhalb des Komplexes und aus und das ist privat bis zum Exzess und gar nichts. Und das, finde ich, sollte man doch sagen. Aber dass ich so eine Art von Establishment auch nicht will, da muss ich ehrlich sagen, du bist ein bisschen jünger als ich, aber da war ich schon unterwegs. Da hast du das Wort Establishment noch nicht aussprechen können. Aber ich habe es damals schon ausgesprochen, weil ich finde, das geht nicht. Ja, und ich habe deswegen auch den John Baez-Film angeschaut, der auch gegen das Rassismus-Establishment in den USA gekämpft hat, gegen den Vietnamkrieg, den die geführt haben und so weiter. Also ich habe da ein bisschen sozusagen eine Anregung und vielleicht kommst du doch zu noch da, uns nahe. Du laufst ja bei mir da offene Tür. Ja, das ist ja schön so. Ich bin der Letzte, der irgendwem Millionen neidig ist, wenn er sie verdient. Privat. Das muss privat sein. Nur, lieber Josef, und korrekt. Du bist in einer Partei, die das ein bisschen anders sieht. Ja, da darf man, da bist du schon verdächtig. Was heißt eine Million? Da bist du verdächtig, wenn du 20.000 Euro verdienst. Weil die SPÖ ist im Moment auf dem Wahnsinnstrip Eat the Rich.
und den Mateschitz schlecht machen und den Glock, Gott hab ihn selig, schlecht machen. Und alle, die in dem Land ein bisschen was leisten und daher auch viel Geld verdienen, sind die Bösen. Da kommt es halt nicht gut, wenn einer, ich nenne jetzt ja nicht den Namen, weil ich ja der Meinung bin, wurscht, wenn einer aus dem obersten Zirkel der Sozialdemokratie dann zu denen gehört, die am meisten die Hand aufhalten. Das ist in der, ich rede jetzt aus der Sicht der SPÖ, mir ist das wurscht, wenn einer in Privatwirtschaft, wenn er es zahlt kriegt von einem Unternehmen, solange es nicht öffentliches Geld ist, soll er Milliarden verdienen, ist mir völlig egal, wird schon einen Grund haben. Aber die Sozialdemokratie hat ja da höhere Ansprüche, wobei das auch nicht so ist, weil, sagen wir uns ehrlich, auch der Herr Babler weiß, wie es geht. Nicht? Wenn man sich, wenn man zuerst der Bürgermeistergehalt kassiert und sich dann selber als Sekretär für sich selber ausstellt, damit man doppelt und dreifach Gehalt kriegt. Also der weiß auch, wie es geht. Und deswegen ist das Ganze nicht so glaubwürdig. Aber schwamm drüber, die Sozialdemokratie hat da eine Baustelle und der Herr Babler ist entweder nicht willig oder nicht fähig, diese Baustellen, weil es sind ja mehrere, zuzuschütten und mit dem Rucksack geht er dann in die Wahl. Ich finde schnell einen Satz sagen, ganz schnell einen einzelnen Satz. Bei den Reichen kommt es darauf an, wie sind sie, wodurch reich geworden und was machen sie damit. Ja? Und dann können wir weiter diskutieren. Ja? Und ansonsten bin ich für soziale Gerechtigkeit und die starke Mittelschicht. Das ist die Frau Herr und der Herr Babler mit ihren marxistischen Ansichten auch so sehen, bin ich mir so sicher. Das übertreibt. So, jetzt machen wir noch eine ganz kurze Schlussrunde, schnelle Werbepause und dann kommen wir zum ORF. Sie haben schon den Armin Wolf angesprochen, haben ihn sehr gelobt. Künftig darf er sich besonders freuen, weil er jetzt noch mehr Geld bekommt. Nicht er als Person, sondern der Sender mit der ORF-Steuer. Darüber sprechen wir gleich. Die ORF-Steuer, die Briefe sind jetzt rausgegangen, muss ab sofort jeder Haushalt in Österreich zahlen. Ist das berechtigt oder nicht? Ganz kurze Werbepause, dann sprechen wir drüber. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, letzte Runde heute. Peter Westenthaler und Josef Czapp sind zurück aus der Weihnachtspause und als, naja, nicht so schöne Weihnachtsüberraschung gibt es jetzt einen Brief an jeden Haushalt, dass man eine Wave-Steuer, Haushaltsabgabe heißt es offiziell, zahlen muss. Herr Westenthaler, die FPÖ nützt das gleich, um da eine große Kampagne zu starten gegen die ORF-Steuer. Glauben Sie, bringt das auch Stimmen? Sehr klug. Bereits ein Elfmeter in der ersten Woche des Jahres, wenn man so will. Jetzt flattern die Zahlungsaufträge in die Haushalte hinein und jeder fragt sich, ob die noch ganz dicht sind in Zeiten wie diesen, da plötzlich so etwas zu verlangen. Noch dazu für etwas, für ein Programm und für Leistungen, die das auch nicht wert ist, das muss man jetzt einmal sagen. Denn jeder hat es jetzt wieder über die Weihnachtsfeiertage gesehen, es ist ja eigentlich unfassbar. Malcolm mittendrin und wie sie alle heißen, die ganzen Serien, 20 pro Tag ORF1 ist in Wahrheit nichts anderes wie ein privater Seriensender. Der hat mit Öffentlich-Rechtlichen genauso viel zu tun, weiß ich nicht, wie RTL, ja, nämlich nichts. Und daher ist das einfach nicht mehr akzeptabel. Ganz schlimm ist diese Kiste, und wie wundert es, dass der Herr Generalsekretär sich da nicht meldet, ist diese Kiste, dass man an Tote Briefe schickt. Das geht überhaupt nicht, weil das ist doppelt gemein, nämlich für die Nachkommen, wo wieder Wunden aufgerissen werden. Jetzt kann schon mal irgendwas passieren, dass im Frühjahr vielleicht einer gestorben ist und das hat das nicht gemeldet. Aber wenn jemand der Familie, wo der Vater schon seit 20 Jahren nicht mehr lebt, dann plötzlich ein Schreiben kriegt, er soll jetzt diese Zwangssteuer zahlen, dann frage ich mich, woher nehmen die das? Woher nehmen sie auch diese... Ich hoffe, dass sie wirklich mal eine Gruppe, da gibt es so Datenschützer, wie heißt der? Zekert oder so? Schrems. Wo sind die Datenschützer, die sich einmal diesen ORF zur Brust nehmen und sagen, ist das alles, was da jetzt mit Datenherumschupferei von einem Ort zum anderen, ist das alles Datenschutz? Darf man das? Da gibt es eine Datenschutzgrundverordnung, eine europäische, da gibt es Datenschutzgesetze. Ich bin der Meinung, das darf man alles gar nicht. Das muss doch endlich jemand rechtlich prüfen. Ich bin kein Jurist, aber vielleicht schaut sich das einmal an. Und insgesamt bin ich halt der Meinung, ja, das ist eines der größten und wahrscheinlich auch wichtigsten Versprechen, das Herbert Kickl da gesagt hat. Das ist das allererste, was ich mache, wenn ich Bundeskanzler bin. Ich schaffe diese Gebühr einfach wieder ab. Und da werden wir ihn beim Wort nehmen und er wird das halten. Weil es ganz einfach ist. Da schicke ich mit gleich bei der ersten Parlamentssitzung ein neues ORF-Gesetz auf die Reise, was den angenehmen Nebeneffekt hat, dass einmal die Gremien neu aufgestellt werden müssen, neu gewählt werden müssen. Oder vielleicht sogar überhaupt ein neues Modell, bin ich auch dafür.
Und dann wird diese Gebühr abgeschafft und es wird so wie vieles aus einem allgemeinen Budget bezahlt. Ne? Und das geht's. Und es wird vielleicht auch eine Medienförderung geben, einmal für alle und nicht nur für den ORF als Monopol, sondern für alle, die im Sinne des Medienauftrages, und da rede ich jetzt nicht nur vom Öffentlich-Rechtlichen, auch Private haben natürlich in diesem Land einen Sinn, nur auch wenn es die Regierung nicht kapiert. Und da habe ich leider eine Leidenschaft, weil es halt wir waren in der Regierung, Schwarz-Blau 1, du weißt es, wir waren die in diesem Land als letztes nach Albanien in Europa Privatfernsehen, Privatradiogesetz gemacht haben. Das ist mir wichtig gewesen damals. Und was ist passiert in diesen mittlerweile rund 20 Jahren? Nichts. Man hat es dahin siechen lassen, immer so ein bisschen mit dem Wunsch, na, vielleicht gängen sie ein. Weil das wird eh nichts, wenn wir die nicht fördern. Und so kommt es mir vor, den ORF wird alles eingestellt, daher kann er sich auch alles erlauben, jeden Blödsinn, der da gemacht wird. Und es wird Zeit, dass man das einmal aufdeckt, diese Schieflage, die da besteht, plus die Gehälter, 350 bis 400.000 Euro, ist ja absurd, die verdienen mehr als alle anderen in dem Land. Also das Ganze ist ja unzufriedenstellend und es ist gut zu wissen, dass es einen Politiker gibt wie den Herbert Kickl, der das sofort wieder abschafft. Das heißt, diese Gebühr wird es in dem Jahr geben, im nächsten ist sie wieder weg. Jetzt sind Sie ein großer Unterstützer des Öffentlich-Rechtlichen, aber braucht es dafür wirklich eine Haushaltsabgabe oder ORF-Steuer, wie sie jetzt eben eingeführt wurde? Ich bin ein großer Unterstützer von beiden. Ich war immer für ein duales System, das heißt ORF, öffentlich-rechtlich, und die Privaten, dass die Lebensbedingungen vorfinden, dass sie ihr Fernsehen, ihr Radio und so weiter machen können, auch bei den Zeitungen, würde ich dazu sagen, und beim ORF, Detto, das Gleiche. Und das ist einmal immer meine Grundsatzposition dazu gewesen und dabei bleibe ich. Ich war für eine Streaming-Abgabe, ich war nicht für diese Haushaltsabgabe, sondern man dachte, da entgeht dem ORF ein Eck in der technischen Entwicklung, die ORF-Programme anschauen, aber nichts zahlen. Ja, das wäre eine Ergänzung gewesen. Und das hat man aber nicht gewählt und hat diese Haushaltsabgabe für alle Österreicher gemacht. Angeblich werden jetzt 700.000 mehr zahlen und 5 Millionen weniger zahlen. Ich glaube, das ist so in etwa, glaube ich, die Grundüberlegung, wie man mit dem an das herangeht. Also wie gesagt, ich habe ein anderes Konzept gehabt, aber die Regierung hat gemacht, was sie wollte. Was dieses Tote kriegen ein Schreiben, das interessiert mich insofern auch, weil eigentlich im Todesfall muss eine Abmeldung abgeschickt werden an den ORF. Und entweder gibt es das nicht oder klauen manche das Geschichte automatisch. Und da muss irgendwo eine Fehlerquelle sein, kann entweder im ORF sein, kann auch woanders sein. Das ist sehr, sehr bedauerlich und schmerzhaft, ja, weil wenn jemand schon, weiß nicht wie lange, tot ist und dann kriegt er immer noch sowas zugeschickt, ist schauerlich. Ja. Aber da muss man versuchen, gerecht zu sein und muss versuchen, wo die Fehler sind. So. Und dann muss man unterscheiden bei den Gehältern. Es gibt welche, die man Marktwert. Ja. Kratki, ORF, Radio hat einen Marktwert. Ja, der kriegt, na Moment, Armin Wolf hat einen Marktwert. Ja? Also da gibt es ein paar, die haben einen Marktwert und dann gibt es ein paar, die haben ein hohes Einkommen. Das ist einfach einmal so dort. Jedenfalls gibt es einmal eine Transparenz und das ist einmal schon sehr gut. Da gibt es einmal eine Debatte dazu und das ist nur immer fürs Beste. Aber die einen Marktwert haben, also angenommen, ein Privater will da an so einen super Typen, der im ORF da irrsinnig viel an Zuhörer oder Zuschauer kann sich privat leider nicht leisten. Kann sich nicht leisten, sag ich ja. Aber er müsste es zahlen, weil das der Marktwert ist. Nur ganz kurz zu dem einen Fall, wo der 20 Jahre schon tot ist. Die Witwe hat unmittelbar nach dem Tod vor 20 Jahren ihres Mannes alle notwendigen Dokumente umgemeldet. Dann liegt es beim ORF. Pass auf, und zahlt ja seitdem Gießgebühr. Sie selber, sie kriegt die Rechnung. Ja, klar. Nach 20 Jahren kriegt die auf einmal eine Rechnung im Postkastel an ihren Mann. Ja. Da frage ich mich, woher kommt das? Woher kommen diese Daten? Das muss man jetzt einmal anschauen. Das ist ein Fehler. Das Zweite ist halt schon, die Qualität lässt auch zu wünschen übrig. Denn, sagen wir uns ehrlich, solche Diskussionen, die hier stattfinden dürfen, gibt es sonst nirgends. Gibt es nur in dem Sender. Stimmt. Diese Duelle, egal welche, so wie es dazu. Wenn du dir anschaust, diese zum Fußeischlaufen am Sonntag, diese Abendsendung, wo eh keiner mehr zuschaut, wo regelmäßig jede Woche fünf Hansel sitzen, die alle dieselbe Meinung haben und dann von einer überforderten Moderatorin dort noch gelenkt werden, dann ist das keine Qualität. Und wenn du hast, jetzt komme ich zu einem Beispiel von denen, die viel verdienen, aber in Wahrheit nichts leisten, wenn du hast einen Wetterfrosch wie den Herrn Watzak,
der sogar schafft, das Wetter politisch zu insinuieren und politische Äußerungen bei der Wetteransage macht. Es war ja skurril, es war ja vom anderen Stern. Der musste jetzt, was ihm natürlich gegen seine politische linke Einstellung geht, der musste jetzt darüber berichten, dass wir Minusgrade haben. Weil es Minus ist, minus 10, minus 15 in den Bergtälern. Musste, und weißt du, was der gesagt hat? Der hat nicht gesagt, das ist jetzt die Kälte, die Minuskälte, sondern das ist der untere Level der Wärme. Das, so hat so das formuliert. Das ist die untere Wärme. Ich meine, das ist ja nicht mehr normal. Und so einer sagt uns das Wetter jeden Tag. Kinder, Freude. Und für das verlangen sie auch Gebühr. Einer, der mit Wetterpolitik macht, nicht besser. Nein, dann Schluss, das Wort zum Song. Ja, wollte Folgendes sagen. Die untere Wärme. Und wir müssen trotz Kälte weiter gegen den Klimawandel kämpfen. Das war wahrscheinlich seine Botschaft. Nein, es ist traurig, was im ORF sich abspielt. Das ist wirklich traurig. Naja. Gut, sind wir froh, dass wir hier sitzen auf OE24TV. Morgen übrigens wieder. Da sind Peter Westenthaler und Josef Schapp dann wieder zu Gast. Da sprechen wir dann über die aktuelle Umfrage. Denn da haben wir dann auch die erste Umfrage im heurigen Jahr. Wird spannend. Mal schauen, ob sich die Werte so weiterentwickeln wie 2023 oder ob es vielleicht die eine oder andere Überraschung gibt. Morgen erfahren wir es dann hier auf OE24TV. Für heute, wie gesagt, sind wir am Ende der Sendung. Jetzt noch eine ganz kurze Werbepause und dann geht es hier gleich weiter wie immer mit den aktuellen Nachrichten des Tages.